Ich begrüße aus der Folge Hyrule Warriors. Wir wollen hier weitermachen heute. Und hier gibt es eine Mission, die wundervollen Horrorcat, alles klar. Und mir kommen neue Pfeile. Oh, ernsthaft. Nicht der Verbannte. Aber okay, ich darf mir noch drei andere Charaktere mit auf den Weg nehmen. So, ich habe mir noch den jungen Link und die Ware mitgenommen, weil ja, wir die beiden ja im letzten Part in einer, beziehungsweise weil wir die Ware mit am letzten Part in einer Mission freigeschaltet haben. Ich gehe erstmal zu dem Vieh hier, weil das ein bisschen näher ist. Und der junge Link einfach, weil, warum nicht? Warum nicht? Haben wir jetzt auch wieder ein bisschen länger nicht mehr gesehen, deswegen, warum nicht? So. Dann, gehen wir mal schnell zum Verbanden und attackieren ihn, würde ich sagen. Oh Mann, ey. Habe ich keinen Bock drauf auf den Verbanden. Ja, nervt mich. Ah, ich bin dumm. Hab nicht gesehen, dass er das gemacht hat. Okay. Hallo Verbannter, was geht ab? Ich hoffe, du hast Bock, deine komischen Eiterpickel da, was auch immer es sein soll, an den Füßen zerstört zu bekommen. Wurde eigentlich jemals erklärt, was das zum Teufel nochmal sein soll? Oh. Ich habe keine Ahnung. Es ist irgendwie halt mega strange. Ach man. Oh Gott, wir haben aber kaum Schaden, den Horror Kids. Und es wäre auch voll geil, wenn er hier in so einer kleinen, engen Sache kämpft. Und Irahim hat mich verraten. Dankeschön, Irahim. Ich liebe dich. Ich kann mir keinen besseren Kumpan als dich vorstellen. Weißt du das eigentlich? So. Könnt ihr jetzt bitte seine Eiterpickel hinten zerstören? Das wäre voll nice. Dankeschön. So. Dann Attacke. Hallo. Lasst mich mal hier attackieren. Und bam. Das war kaum was. Vielleicht was ein bisschen mehr. Ja, Monster nerven auch ein bisschen. Oh Gott, bist du anstrengend. Vor allem hier in dieser kleinen engen Gasse. Ist ja so dämlich. Ja, ja. So, Attacke auf die Pickel. Sehr schön. Drei zerstört. So. Girahim, ich dachte, wir wären Freunde und du hast mich einfach. Du hast mich einfach eiskalt verraten. Wie kannst du es nur wagen? So. Oh. Dem Hockey geht es besser. Aber okay. So, ich bin jetzt mal ein bisschen da rausgelockt aus der engen Sache da. So. Dann attackieren wir wieder die komischen Dinger hier. Sehr gut. Wow. Ja, ich bin doof. Sehr gut. Haben wir's. Danke. Der andere Verband oder was? Oh nein. Warum denn? Oh komm, das sind doch nur ein paar kleine Dinger da. Was soll das denn? Hör auf zu kämpfen, er kann nicht mehr banden. Aber er ist doch gleich tot. Ich hab ihn doch gleich. Ist mir egal, ich bekämpfe ihn trotzdem weiter. Das sehe ich gar nicht ein. Ich hau trotzdem weiter. Picke da drauf. So. Jetzt stirbst du, dummes Mistvieh. Bevor der andere hierher kommt. So. Und tschüss. Dummes Vieh. Ich hoffe, du kommst nie wieder irgendwo in einem Zelda-Spiel vor. Oh, und Girahim nerv nicht. Blöder Pisser. Ha, guck mal, wie ich jetzt voll eine reingehauen habe. Und jetzt stirb. Fast. Gut, und dann Marschbefehl mit einer da Attacke und du nehmen wir der bin ich, du auch Attacke. So, und Girahim verfolgt mich. Kannst du es nur wagen, Girahim? Das wollte ich gar nicht. Egal, passt schon. Vielleicht zerstöre ich damals deine Dinger viel schneller. Oh, hast du ja wirklich zerstört. Guck mal an, geil. Nice. So.
So, oh, das macht ordentlich Schaden mit dem erwachsenen Link hier. Also, das erwachsene Link. Bam! Oh, wie geil! Das haut richtig rein. So, ja, nein. Nein, ich will seine Eiserpickel zerstören damit. Oh, habe ich ihn gekriegt? Sehr schön. Dann sollte es jetzt fast gewesen sein, wenn ich irgendwie seine Schwachpunkte schneller reduzieren könnte. Natürlich nicht, schade. Was soll's. Und Girahim nervt auch weiter. Ah, und ich sehe nichts. Ja, ich habe gerade seine wunderschönen Mundwinkel im Bild. Sehr gut. Kannst du jetzt aufhören, über den Boden zu schlittern, bitte? Ich habe echt keinen Bock mehr. Du bist echt ein bisschen nervig, mein Freund. Weißt du das eigentlich? Hallo, habe ich jetzt irgendwie geprägt oder so? Habe ich verbuggt? Nee, er steht wieder. Ich wollte gerade schon sagen. Jetzt los. So. Dann Attacke auf die Picke. Mit einer, wie sie draufgehauen hat. Sehr schön. Also tritt geht halt echt gut. Vor allem, wenn man halt so Charaktere hat, die hier ganz gut zusammen kämpfen. Mit einer mit ihren ganzen Strahlen da. Den kann schon ein Schwert draufhauen. Und ja, das Horror-Kill ist auch ganz praktisch hier. Also eine Einattacke. So, wir haben ihn. Dankeschön, Spiel. Ah, jetzt habe ich die Hoffnung, ihn nie wieder im Spiel sehen zu müssen. Bitte tritt ein, Hoffnung. Nein, Spaß. Das sah jetzt leider nicht gut aus. Doch, es sah immer gut aus, Proxy. Ja, okay, als der fast hierher kam und mich angegriffen hat, ja, vielleicht. Nein, es sah immer gut aus. Es gibt keine andere Möglichkeit, als es immer gut aussah. So, Sieg. Sehr gut. Haben wir eigentlich schon die Siegersequenz erwartet? Mit einer gezeigt? Ich glaube, ja. Letzten Part, ich bin mir nicht mehr ganz sicher. Egal. So, eine Schuppe verbanden. Sehr gut. Und mit einer ist eine Galaxie. Welche mit einer? Und ein Eispfeil. Sehr schön. Gut, dann, Attacke, würde ich sagen. Jetzt brauche ich wieder eine, Lyra der Göttin. Eine Harfe. Für mich ist das einfach eine Harfe und keine Lyra. Achso, die muss ich auch suchen. Toll. Hier. Sehr schön. Und dann haben die Feinde erst gerufen. Jetzt brauche ich noch einen Kompass. Ja. Und ich denke mal, ich muss eine Wand wegsprengen. Es ist eigentlich auch eindeutig welche. Ja, das hätte ich auch gesagt, da an der Stelle. Also hier in den Riss irgendwie, hätte ich halt gesagt. So, bumm. Sehr schön. Und damit bekommen wir ein neues Kostüm. Vielleicht sogar für Zelda, wenn sie hier schon so abgebildet ist. Beide Anführer besiegen. Ist aber begrenzt auf sie. Kann ich noch mehr mitnehmen? Natürlich nicht. Schade. Okay, ein Attackstock ist sehr gut hierfür empfohlen. Ja, warum nicht? Ich meine, ich habe mir im letzten, im vorletzten Part oder so freigeschaltet und noch gar nicht gezeigt, deswegen warum nicht? Jetzt hoffe ich bloß, ich kann damit halbwegs gut umgehen, aber mal gucken, das wird schon. Okay, das sieht schon mal sehr interessant aus. Da ist was. Da ist was. Da oben ist was und das war's. Okay, alles klar. Let's go. So. Die Feldmaschine besiegen. Mal gucken, wie sie damit kämpft. Oh, der ist ziemlich langsam irgendwie. Ich mochte ja ihr Rapier. Aber das ist halt null das, was man von ihr gewohnt ist. Von ihrem Rapier, wie gesagt. Das ist sowieso ein bisschen. Das heißt, ich muss wieder ein bisschen gucken, dass ich auch nur Gegner besiege. So, einen der feindlichen Hauptleute besiegen. Wieder auch ein bisschen Musik macht. Das ist irgendwie cool. Ja, es ist irgendwie nicht so meins. Ich weiß nicht. Ein Dieb wurde auf dem Schlachtfeld gesehen. Was hat der denn hier verloren? Rückt gegen Zelda vor. Was willst du mir klauen, lieber Dieb? Der Dieb nähert sich. Kann er das bitte lassen? So, erstmal schön was hier erobert. Ja, richtig.
Da oben ist direkt schon wieder ein Bedrängnis. Nice. So. Ein Feuer-Aral-Foss nervt hier rum. Sehr schön. Auch die Melodie dazu. Camp an. So, ey, nicht angreifen, Feuer-Aral-Foss. Oh, irgendwie. Es ist echt nicht so meins. Ich weiß nicht. Ist mir einfach zu langsam. Wie gesagt. Komm. Aber okay, der haut ordentlich rein, scheinbar. So, ein Bedrängnis. Und geflohen. Ah, super. Meine Leute sind sehr zuverlässig hier auf jeden Fall. Na komm, jetzt stirb endlich, Feuer-Aral-Foss. Niemand braucht dich hier. Niemand braucht dich hier und will dich hier. So, und das ist alles auch gewesen, hoffe ich mal. Bam. Weggeschubst. Tja. So ist das nun mal. Gut. Dann gehen wir mal weiter, würde ich sagen. Da vorne ist ja Dieb. Das Hauptquartier ist offen. Ja, solche Maps kennen wir ja auch schon. Wo dann halt irgendwann das Hauptquartier offen ist und bla bla bla. Das kennen wir ja das schon. So, jetzt beide feindliche Feldmarschäle besiegen. Und die anderen können verstärken. Sehr schön. Gut, die bin schon mal weg. Oh Mann, ey. Ja, gib du, nerv nicht. Das ist ein Vorposten. Komm, na, schade. Ich will aber weghauen. Komm, stirb. Dankeschön. Gib du weg. Gib du, das brauchen wir nicht. Gott, was hier alles abgeht. Erstmal kloppen wir den einen feindlichen Feldmarschall hier weg. Und meine ganzen Leute werden vertrieben. Und noch ein Feuer-Aral-Foss. Uncool. Wie sieht es eigentlich aus? Mal so als Frage in unserem Hauptquartier. Ist noch alles okay? Es ist auf jeden Fall noch ganz normal blau, deswegen. Wo ist denn das? Hier. Ja, okay. Alles okay. Alles okay, scheinbar. Das kämpft einfach durch den Dingern. Da oben ist höchste Gefahr. Dann gehe ich mal ganz kurz da. Ja, okay, die rette ich eh nicht mehr. Ja, toll. So. Dann erobern wir die mal ganz kurz zurück, würde ich sagen. Weil bevor von hier irgendwelche Truppen ins Hauptquartier dann gehen und sagen... Ach, guck mal, da kommt gerade Truppen ins Hauptquartier. Nice. Dann gehe ich hier direkt mal raus. Um sie jetzt an die roten Truppen im Hauptquartier. Aber ansonsten geht das ganz böse aus, denke ich mal. Ach, Bolga, hi. Oh Gott, ey. So, ordentlich. Und Pyroma ist auch hier. Holy shit, was ist denn hier passiert? Habe ich gar nicht mitgekriegt. Wer ist denn dann der Anführer von dem, wenn die jetzt hier alle hier sind? Gute Frage. Aber ich kann euch jedenfalls nicht hier drin lassen, das wisst ihr, oder? So. Die Roma wurde jetzt gestärkt, toll. So. Die Roma auch getroffen, sehr schön. Au, oh Gott. Ja, ich kann nicht viel gegen machen hier. Oh Gott, was ist denn hier für ein Durcheinander überall? Ich muss euch schleunigst hier rauskriegen, das wisst ihr, oder? Ihr seid schon eine ziemlich hohe Gefahr hier. Und mit ihrem Rapier... Also ich meine, der Taktstock hier wurde empfohlen für die... Ja, klar! Ja! Natürlich!
Ich meine, der Taktstab wurde empfohlen für die Schlacht, aber trotzdem. So, ab. Und ganz ehrlich, nehme ich jetzt die verheerenden Treffer, ist mir egal. Dass ich euch beide rauskriege. Das nervt nämlich. So, komm, verpiete dich, Volga. Ja, Büroma! Yo! Holy shit! Ich weiß ja, dass du gestärkt wurdest, aber trotzdem! WTF! Ey, Büroma hat wirklich einer mehr Hassgegner. Wenn man jemanden hat, der gut gegen den ist, dann geht das voll klar, aber so. Nee. Komm jetzt weg mit dir. Komm, und das soll es eigentlich gewesen sein, denke ich mal, hoffe ich mal, wie auch immer. Sehr gut. Oh mein Gott. Oh, jetzt auch noch Gipto drinne. Wo kommst du jetzt, Herr Gipto? Oh, jetzt kommt von da oben Verstärkung hier ins Hauptquartier. Toll. Ich komme jetzt hier. Noch ein Gipto. Ich komme jetzt hier gar nicht mehr dazu. Ja, ein bisschen zu chillen oder was, weil von überall wieder Truppen herkommen alles. Oh Gott, ey. Roma ist besiegt, sehr schön. Ich gehe erstmal ganz kurz ins gelbe Hauptquartier und räume da ein bisschen auf. Solange jetzt in meinem Hauptquartier nichts Rotes ist, was halt sehr stark aussieht, weil momentan, da ist zwar was Rotes drin, aber es sind, glaube ich, nur kleine dämliche Gruppen, gehe ich da auch nicht zur Hilfe kommen. So. Erstmal kümmern wir uns um den Feuereilreifers hier. So. Au. Ja, ich glaube auch kaum, dass ich hier Rang A bekomme, weil ich halt schon mega viel Schaden jetzt hier genommen habe. Niemals bekomme ich hier noch Rang A. Jetzt kannst du bitte einfach mal sterben. Du bist so nervig. Please, komm. Einfach erst die Hälfte der Leben weg. Das haut einfach auch nicht rein. Jetzt zeig doch mal deine Schachmannzeige hier irgendwie. Oh, oh. Falls mit Drängen das. Was ist denn jetzt los im Hauptquartier? Schachtfeld. Da sind zwei große rote Punkte drin. Oh, ich komme jetzt so gar nichts mehr, oder was? Also, ich bin echt kein Fan von dem Taktik-Talk. Ich kann damit einfach nicht so schön schnell, wie ich möchte, agieren. Vielleicht ist er stark, keine Ahnung, aber irgendwie. Er ist halt null meins. Er ist halt Fakt. So, kommt weg mit euch. Hau ordentlich drauf. Gib mir Herzen. Und da kommt der Aeralfoss. Oh, das ist ein Goron. Ich dachte, es kommen hier irgendwelche feindlichen Einheiten auf mich zu. So. Und der Boss von den anderen Schild immer noch oben bei denen. Moment. Jetzt kann ich. Oh, schade. Ich habe ein Level up. Sehr gut. Nein, was tue ich? Ich wollte mich den Alraf anziehen. Was geht echt wieder ab? Hier ist viel zu viel los gerade. Help! Hör doch auf, durch mich durchzufliegen. Komm her. So. Und hau ab jetzt. Das soll dir eigentlich töten. Komm. Danke. Ha, Gott, ey.
war echt nicht so geil, diese Schlacht jetzt hier. Ich mache mal kurz die Gyptos hier weg, bevor die irgendwie ins Hauptquartier reingehen und da Action machen. Deswegen, ihr beiden müsst leider sterben. So. Dann war doch auch hier drüben ein, okay. Ein Schatz, oder? Schlachtfeld, Moment. Ich muss einmal kurz schauen, ja. Mobbin rückt gegen Five vor. Bisher sehe ich ihn noch hier in der Festung hocken. So. Bam. Boah, ey. Komm. Ja. Lass uns schon mal einnehmen. Sehr gut. Hier haben wir was. Die Feenkleidung, sehr schön. Erneute Verstärkung, sehr gut. Und die gehen schon aufs Hauptquartier zu. Ah, ich raste die noch aus. Aber bisher ist noch niemand irgendwie in unserem Hauptquartier. Ja, chill doch, du blöd. Hallo! Blödes Vieh! Fettes Ding, du! Jetzt muss ich sowas von nochmal machen, die Mission. Oh Gott, ey. Jetzt will ich nur schnell die andere Festung erobern. Und dann, ja, zu Girahim hoch. Ich finde super, wie sie über den Boden gleitet. Was auch noch Stoßtruppen. Aber die kann ich abfangen. Ja, das sind aber nur Luschen. Solange keine Schildmoblins irgendwie im Hauptquartier sind oder sonst was, alles wird okay. Hier in der Wort das Ding, oder? Moment. Herzkiste. Ja. Ja. Oh, Leute, ihr seid wirklich ein bisschen anstrengend hier. Alle wisst ihr das eigentlich? Allesamt seid ihr mega anstrengend. So, ich habe beschlossen, nie mit dem Taktstock zu spielen. Nein, das ist auch ein bisschen übertrieben gesagt. Ja, er ist ganz cool, auf jeden Fall, aber irgendwie, er ist einfach nicht, definitiv nicht meins, definitiv nicht. Also halt sowas von nicht. Er ist zwar empfohlen für die Map, aber ich denke mal, ich wäre mit dem Rapier hier viel besser klargekommen, weil der einfach schön schnell ist. Er ist viel schneller und kann deswegen auch für mich mehr reinhauen. Geh weg, Girahim, du nervst. Aber wer weiß, vielleicht haut das ja jetzt hier gegen dich ordentlich rein, der Taktstock. Gefallen, ist mir doch egal. Solange ihr nicht ins Hauptquartier geht, ist mir das eigentlich Schnuppe, was ihr da unten macht. So. Oh Mann, Girahim. Was ist bloß los mit dir? Warum greifst du schon wieder an? Kommandant, als grünes Kommandant. Okay. Dann machen wir das Ding hier auf, will ich mit Zahlen zeige. Au. Ich sehe viel. Bisschen falsche Richtung eigentlich, aber okay. Oh, Gira, du bist so nervig. Unfassbar. Ich kann gar nicht zuhauen. Toll. Oh, das macht kaum Schaden. Und im Hauptquartier sind auch irgendwelche Leute. Wie sieht's da aus? Oh. Ich hab die Hoffnung, nein, ihn noch down zu kriegen, bis das Hauptquartier fällt. Deswegen komm. Ja, okay, so klappt das. Gott, das geht auch ziemlich schnell runter. Komm, mach ihn weg, mach ihn weg. Nein, Girahim! Heil auf den Frieden, oder? Aber er soll jetzt dadurch sterben, eigentlich. Nein, er stirbt doch, du Mistvieh, Girahim! Nein! Ah! Nein! Jetzt! Stirb doch! Girahim, stirb! Danke! Oh Gott, ey! Hochspannung bis zum
Ende. Ha! Cool, wir haben es geschafft. Oh Gott. Oh Mann, ey. Puh, das war niemals Rang A. Ich habe viel zu viel Schaden kassiert, viel zu viel Zeit gebraucht wahrscheinlich. Ja, das war so hart klar. Dann muss ich das wohl übel nochmal machen. Also die rein Schärpe, aber einiges an Zeug hier bekommen, sehr schön. Und ein Geisterkleid. Für meine sehr schönen Feen. So, also für Rang A Sieg gibt's eh nichts, aber ja, ich will es einfach machen, weil es gehört sich halt, Rang A zu haben. Ich weiß auch nicht, wie sich das auswirkt auf die Prozentanzahl bei der Abenteuerkarte. Ich denke mal, man braucht ja schon über Rang A, wenn man da 100% haben möchte. Gut, dann gucken wir mal, habe ich für dich denn jetzt noch irgendwas Neues? Nee, du warst voll, glaube ich. Bei dir noch was? Nein, und hier auch nichts. Und bei dir, dich habe ich noch gar nicht angezogen. So, du bist eine Blitzfee. Guck mal hier. Hier. Sehr gut. Da habe ich noch nichts. Und ja, nichts. Okay, alles klar. Hast du einen Hunger? Ich habe ein bisschen Bock, dir irgendwas zu geben. Ui, guck mal. Das gibt ordentlich was hoch. Auch Stufe 4 sogar schon direkt hochgedingst. Dann gebe ich dir die zwei hier. So. Und ich glaube, du mochtest genau Wundererbsen ziemlich gern. Meine Güte, deswegen gebe ich einfach mal alle 5 hier. So, sehr schön. Gut. Schub des Verbanden erhalten. Oh! Man kann ja auch Dinger bekommen. Das ist ziemlich nice. Aber okay, ich würde sagen, im nächsten Part geht es dann weiter. Ja, doch, im nächsten Part geht es weiter. Also dann, ciao, euer Video. Tschüss.